Kommunalwahl 2020. Am 13. September sind wir Kölnerinnen und Kölner aufgefordert, einen neuen Stadtrat zu wählen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute schon ein Mitglied des Kölner Stadtrates bei uns haben, nämlich Claudia Heidhoff von der Kölner CDU. Sie sind im Wirtschaftsausschuss, glaube ich, tätig und im Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Köln. Ich würde Sie bitten, dass Sie sich einmal persönlich vorstellen. Ja, mein Name ist Claudia Heidhorst. Ich wurde 1965 in Köln geboren. Ich bin in Köln aufgewachsen, lebe seit 25 Jahren in dem Stadtbezirk Lindenthal, Sulz-Lettenberg, da in meinem Wahlkreis. Kenne von daher die Gegebenheiten recht gut, habe zwei erwachsene Kinder, die auch dort aufgewachsen sind. Ja, und bin seit 1999 Mitglied der Bezirksvertretung Lindenthal gewesen bis 2014. Habe dann kurz eine Auszeit politisch genommen und bin dann tragischerweise, weil eine Kollegin von mir verstorben ist, am 01.01.2017 in den Rat der Stadt Köln nachgerückt. Sie sind bei der CDU. Warum bei der CDU? Weil die Eigenverantwortung stärken oder selbst sein Leben gestalten, das waren schon für mich ganz wichtige Elemente, die ich da in der Partei halt auch gefunden habe. Ich bin ein weltoffener Mensch, der sein Leben immer selber in die Hand nehmen musste, dabei sehr viele Dinge zu berücksichtigen hatte oder auch viel Rücksicht nehmen musste. Und da habe ich mich in der Partei am wohlsten gefühlt. Lindenthal, Sülz-Klettenberg, Ihr Wahlbezirk auch. Was gibt es, wo Sie sagen würden, da würde ich in der nächsten Wahlperiode, wenn ich wieder im Rat bin sozusagen, noch mehr gerne auch für meinen Wahlbezirk erreichen? Dass sich jeder die Mieten im Stadtbezirk leisten kann, aber leider so. Kann man da eine Kerze aufstellen im Dom oder so? Weil so ähnlich, aber man wird trotzdem, ein steter Tropfen hüllt ja bekanntlich den Stein. Wie könnte man das erreichen? Milieuschutzsatzung? Ich bin jetzt gar nicht informiert, ob da die CDU so mit dabei ist. Wir sind bei der Milieuschutzsatzung mit dabei, wir haben sie ja mit beschlossen. Man muss jedoch sagen, dass sie sich auch in anderen Städten schon nicht so bewährt haben. Das Wichtigste auf dem Segment ist einfach, dass man Wohnungsbau fördert, dass man Bürokratie erleichtert und dass man auch gerade in unserem dicht besiedelten Stadtbezirk, der ja nun doch sehr, sehr verdichtet ist, dass man da eben das Instrument der Aufstockungen nimmt, auch mal dem Hauseigentümer dieses nahe bringt. Und ja, schauen wir mal. Wobei viele Wohnungen gerade in Lindenthal entstanden sind. Also da sind ganz, ganz viele Wohnungen entstanden, auch prozentual ganz viele im Gegensatz zu anderen Stadtteilen in Köln. Wenn es denn nun mal reichen würde. Okay, das muss man einfach mal so stehen. Sie waren vorher sachkundige Einwohner, dann sind Sie im Wirtschaftsausschuss jetzt Ratsmitglied. Was waren so Themen in der letzten Wahlperiode, wo Sie sagen, da haben wir als CDU richtig gut gepunktet? Naja, ich denke, erstmal gut gepunktet haben wir schon mit der Gründung der Köln Business Wirtschaftsförderungs GmbH. Wir wollten es rausnehmen aus der Verwaltung. Wir wollten ein bisschen mehr Verantwortung, ein bisschen mehr Freiheit, dass eben die verantwortlichen Personen auch die Freiheit haben, sich intensiv um die Wirtschaft, um Standortpolitik zu kümmern, Wirtschaftsunternehmen anzusprechen und auch eine direkte Verzahnung mit der Verwaltung, dass eben parallel gearbeitet werden kann und auch eben natürlich mit den ansässigen Wirtschaftsunternehmen und Interessensverbänden. Jetzt gab es viel Kritik auch daran. Es hieß immer, es wäre besser, es würde bei der Stadt Köln bleiben. Auch der damalige Chef der Wirtschaftsförderung hat gesagt, es wäre besser, weil die Visitenkarte Stadt Köln wäre besser als eine GmbH. Wenn man jetzt drauf guckt nach der Veränderung, sind Sie zufrieden mit den Veränderungen? Ich denke ja, die Wirtschaftsförderung, die Köln Business Wirtschaftsförderungs GmbH hat sich sehr gut eingearbeitet, hat sich personell jetzt mittlerweile aufgestellt, hat sich im Bereich der Start-up-Unternehmen sehr intensiv gekümmert. Ja, der Kölner Dom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Jetzt geht es heiter weiter. Jetzt müssen wir die nächsten Schritte stemmen. Das wäre was, wo Sie sich freuen würden, wenn Sie wieder im Rat sitzen, im nächsten Wirtschaftsausschuss, wenn es irgendeine Meldung gäbe der Köln Business Wirtschaftsförderung, wo Sie sagen würden, genau deswegen haben wir das gegründet und das wäre was ich mir wünschen würde, was ein Ziel wäre. Neuansiedlung großer Unternehmen, damit wir hier auch große Arbeitgeber haben. Das spielt so ein bisschen in den Industriestandort. Sie haben sich im Wirtschaftsausschuss in der letzten Zeit auch mit Ford beschäftigt, aber auch mit Karstadt Kaufhof. Da gibt es viele Veränderungen, da gibt es einen Umzug nach Essen der Zentrale und so weiter. Da gibt es Verluste in Köln, das haben auch viele beklagt. Also sowas würden Sie gerne in Zukunft vermeiden. Ich würde gerne in Zukunft vermeiden, dass, wie gesagt, so eine historische Kaufhof-Hauptverwaltung nach Essen geht ins Karstadt-Konzern. Das würde ich gerne vermeiden. Das ist aber Schnee von gestern. Jetzt gilt es erstmal darum,
alle Hebel in Bewegung zu setzen und viel zu sprechen und Erleichterungen zu schaffen, dass die Galeria Kaufhof am Standort oben Hohe Straße, Ecke Schildergasse erhalten bleibt. Wenn man neue Unternehmen ansiedeln will, braucht man Gewerbeflächen. Die IHK sagt, es gibt zu wenig Gewerbeflächen. Wir haben auch sozusagen eine Konkurrenzsituation zwischen, das hatten Sie am Anfang auch gesagt, dem Lindenthal, Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung. Es gibt da häufiger Konkurrenzsituationen. Die IHK beklagt, es gibt zu wenig Gewerbeflächen in Köln. Was kann man machen? Müsste man mehr in der Region vernetzt sein? Wie würde man das lösen können? Also ich denke, in der Region muss man auf jeden Fall vernetzt sein. Und die Region, wir haben ja die Metropolregion Rheinland, die sich intensiv, Herr Dr. Molitor, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, wo geht es hin, wie ist die Zukunftsperspektive. Und ich denke, da muss man wirklich in der Region vernetzt sein, dass wirklich auch Standorte außerhalb geschaffen werden oder auch am Rande von Köln geschaffen werden und halt auch eben große Unternehmensflächen, wir hatten das gerade in Ports, dass diese Flächen, dass man die frei hält, dass eben auch noch dem Gewerbe etwas zur Verfügung steht. Die IAA haben wir nicht gekriegt, haben Sie das bedauert? Ja, natürlich habe ich das bedauert, natürlich ist sowas immer schade, aber man muss auch realistisch sein und sagen, man kann nicht alles gewinnen, also okay, vielleicht nochmal eine andere Frage. Auch wir sind in Corona-Zeiten. Wirtschaftsausschuss, vielen Unternehmen geht schlecht, auch der Kreativwirtschaft geht schlecht. Wie wird Köln da rauskommen? Kann man da was machen auch in der Kommunalpolitik? Oder sagen Sie, nee, das ist dann doch eher Land und Bund? Also ich denke, in der Kommunalpolitik, wir haben ja zum Beispiel die Sondergebühren für die Außengastronomie, für die Nutzung des öffentlichen Raums erstmal ausgesetzt. Ich denke, das sind wichtige Instrumente, wo man den Unternehmen helfen kann. Corona ist eine schwere Zeit, ja. Gewerbesteuer, muss man drüber nachdenken, muss man schauen. Ich denke, es gibt auch auf kommunaler Ebene, nur das muss man halt besprechen, Mittel und Wege. Aber letztendlich muss man auch fairerweise sagen, es hat uns wirtschaftlich einfach zurückgeworfen. Das ist ein Rattenschwanz ohne Ende. Die Leute haben entweder Kurzarbeit oder gar keine Arbeit mehr. Das heißt, sie können natürlich auch nicht derart konsumieren, wie sie es gerne tun würden. Ich denke, man muss da wirklich im Moment sehr, sehr diszipliniert mit allen Mitteln umgehen. Köln ist ein großer Universitätsstandort, viele Hochschulen. War, ist womöglich auch, das bin ich jetzt mal auch gespannt, sehr attraktiv auch noch für hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, weil wir viel Vielfalt haben in der Stadt. Wir sind eine weltoffene Stadt, viel Kreativwirtschaft. Zum Ersten würde ich gerne wissen, ob Sie das auch so sehen. Und der zweite Punkt wäre, tun wir genug, um auch vielleicht Leute anzuziehen, auch wenn man an die Gründerregion denkt, die sogenannten High Potentials, damit beschäftigen Sie sich, glaube ich, auch ein bisschen beruflich. Ist das was, wo man sagt, Köln ist da noch attraktiv genug oder gibt es Dinge, wo Sie sagen, da könnte man noch ein bisschen mehr machen oder gibt es Ideen auch vielleicht? Also ich finde, wenn Sie jetzt die Gründerszene ansprechen, die Startup-Szene ansprechen, da finde ich, sind wir in Köln sehr, sehr gut aufgestellt. Die Köln Business Wirtschaftsförderung GmbH kümmert sich intensiv darum. Wir haben das NUK, wir haben Startup im Mediapark. Das sind alles Plätze, die Büros anbieten, die auch NUK Unterstützung anbieten. Also ich denke, auf dem Segment sind wir sicher sehr, sehr gut aufgestellt. High Potentials, ich sag mal, die kommen, wenn es genug Forschungsraum gibt oder wenn es überhaupt Raum gibt, wo sie tätig werden können. Und da ist man natürlich mit Startups aufgestellt. Aber ich sprach es eben an, wir brauchen natürlich auch große Arbeitgeber, große Unternehmen in Köln, die eben diese High Potentials auch anziehen. Jetzt sind wir ein großer Versicherungsstandort. Ist das so ein Bereich, wo Sie sagen, da müssen wir auch dran arbeiten, dass wir weiter bleiben? Ich finde das immer so spannend. Wir reden immer viel über die Kreativwirtschaft. Dann ist zum Beispiel da rund um den Polikstraße das riesen Versicherungsareal entstanden. Ganz vielen Arbeitsplätzen, ganz toll eigentlich. Aber da reden wir immer ganz wenig drüber. Auch in den Medien reden wir immer relativ wenig darüber. So, also sind wir da, also das Köln ist ein großer Versicherungsstandort, sind wir da auch gut? Also da sind wir sicher gut, denn wie gesagt, ich beschäftige mich beruflich damit. Ja, da kommen durchaus auch High Potentials, die auch in der internationalen Szene, aufgestellt sind und da auch mit zu tun haben. Also da haben wir schon Potenzial, ja. Da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Vielleicht redet Köln da auch mitunter ein bisschen wenig drüber. Ja, deswegen habe ich ja mal gefragt.
Wie sehen Sie Ihre Chancen und die Chancen der CDU für die Kommunalwahl am 13. September? Also ich denke, wir haben die letzten 5 Jahre sehr sachliche Politik gemacht und auch sehr viel für den Bürger bewirkt. Wir haben für den Verkehrsbereich sehr viel getan. Es gibt einen neuen Ampelzentralrechner, digital ist zum Beispiel bei mir im Wahlbezirk auf der Luxemburger Straße die Ampelschaltung optimiert worden. Wir haben für den Radverkehr auch sehr viel getan, den ich auch sehr befürworte. Ich bin Fahrradfahrerin. Wir haben die Köln Business Wirtschaftsförderungs GmbH gegründet, die sich jetzt intensiv um die Wirtschaft auch weiter kümmern wird. Die ist ja mal gerade 2 Jahre alt, also die wird sich ja auch noch ein bisschen brauchen. Ist ja mehr oder weniger auch ein Start-up-Unternehmen. Und ich denke, wir haben da wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr sachliche Politik gemacht und auch in der Corona-Krise uns sehr gut dargestellt. Und ich denke eigentlich auch, dass der Bürger das uns zollen wird. Ich sehe unsere Chancen sehr, sehr gut. Stärkste Fraktion? Das wird man sehen, ich gehe davon aus. Okay, da muss ich aber fragen. Wir kriegen ja auch eine Antwort. Ja, ist alles gut. Claudia Heithorst von der Kölner CDU kandidiert in Lindenthal, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir sind mal gespannt, wie es am 13. September ausgeht. Die Kölnerinnen und Kölner entscheiden dann, wie der neue Stadtort aussehen wird. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und wir wünschen Ihnen einen spannenden Wahlkampf. Ich danke Ihnen vielmals.